Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirche und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur. Wir haben letztes Mal die erste Arena-Orden erlangt und ja, was soll ich sagen, die Käfer-Arena-Leiterin sollte lieber bei ihren Törtchen bleiben. Die hätte nämlich gar keine Chance, Don Flamingo, die One and Only Killermaschine Terminator, der hat viele Spitznamen mittlerweile und er wird jetzt erstmal ausgetauscht mit Gen. Tja, die nächste Arena wird von der Psycho-Arena. Die ist irgendwie noch weiter südlich. Ich weiß nicht, ob wir da schon hin sollen. Hin können. Ob die Gegner schon zu stark sind. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Wir werden einfach random so einen Koch. Ich gehe auch immer ödenlich. Ich esse ödenlich. Ja. Ach, das Küchenchefin ist das. Also manchmal mit dem Geschlecht hier habe ich immer hin und wieder Probleme, echt. Ich finde, die sehen teilweise sehr androgyn aus, die Charaktere. Ob das gut oder schlecht ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Käfertrutz. Ja, damit wird es keinen Blumentopf gewinnen. Na doch, weil er Spezialangriff singt. Oh, ist das kacki. Der Gen muss echt noch ein bisschen aufholen, ne? Der hinkt so hinterher. Ich möchte ja echt gerne ins Team bleiben. Ja, komm. Wiederhall wird halt immer krasser. Oh, Käferbiss. Böse. Zum Glück haben wir keine Biere. Sonst hätte Wadrick mich die Biere jetzt weggesnackt. Das wäre nicht cool gewesen. Olini, Bambini. Tja, der Olivenhype. Ist auf jeden Fall real. Und jetzt fahren eine riesige Olive durch so einen Hindernisparcours buxieren müssen. Das war irgendwie Teil der Arena-Challenge. Das war schon witzig. Ja, Lockduft. Cool. Ausweichrate sinkt. Wow. Und der Widerhall wird stärker und stärker. Und immer stärker. Na, ist noch ein Pokémon im Petto? Nee. Gundel ist besiegt. Oh ja, yeah, du siehst gesund aus. Ja. Gundel, man sieht sich. In der Hölle. Was? Limonade, sweet, sweet lemonade, sweet lemonade. Ja, toll. Toll, toll, super toll. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, ihr Lieben. Da ist eine Straße, die führt uns hier hin. Keine Ahnung, was hier hin ist. Oh. Wir sind halt. Hä, hat sich die Karte gedreht? Was ist das ein verwirrender Mist? Wir sind halt hier hin, ne? Da müssen wir hin. Südlich von hier? Die Karte hat sich gedreht, oder? So. Azarilla Arena. Wie kommen wir da am besten hin? Hier für den Weg lang. Tja, wir müssen diesen blöden Weg nehmen. Über die Brücke. Das Problem beim Spiel ist, wenn man über Brücken geht, wird man meistens richtig hart in der Allerwärtsen getreten. Was meine ich damit? Die Gegner werden so viel stärker, dass es echt weh tut. Naja, probieren wir's. Nein! Oh, du blödes Hoppspross. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Aber die Arena sieht so nah dran aus. Aber es ist voll der Umweg, den wir da irgendwie hinter uns lassen müssen. Nichts geschieht. Doch. Dein Untergang geschieht mit diesem Widerhall. Auf nimmer Wiedersehen. Yay, Level 16. Sehr schön. Tja, Leute. Ich weiß nicht, was da verhalten soll. Ich gehe jetzt so ein bisschen ein Glücksspiel ein. Es kann wirklich sein, dass wir Level 20, 30 sind. Ausprobieren müssen wir es. Nützt ja nichts.
Da war die Arena-Challenge. Die riesige Olive. Na gut, weiter jetzt auf dieser wunderschönen Straße. Westliche Zone 1. Hi. Ein Wuffels. Warum spielt jetzt so eine Wild-West-Musik? Das Spiel ist so random. Na komm. Arbeiten wir mit ein paar Tricks. Warum nicht? Genauigkeit. Sie singt. Und wofür ist ja auch ein Stein-Pokémon? Das bedeutet, ja, sehr effektiv nach oben drauf. Sandwirbel ist Lebensstelle für Arme. Mann. Natürlich hat's gereicht. Das war viel. Ach, wisst ihr was? Lebensschuss. Wirbel nur ein bisschen weiter. Ich tausche nämlich jetzt eh aus, wenn es nicht trifft. Aber es trifft. Schön. Na, kommen wir jetzt nochmal dran wegen der Initiativesenkung. Ja. Geht auch direkt wieder ins Aus. Toll. Wenn Wuffels uns jetzt einmal angreift, war es das mit Gen. Kann ich jetzt schon sagen. Komm schon. Yes. Hätte man fangen können, sehr starkes Pokémon. Habe ich aber nicht gemacht. Eiskalt. Na, was bist du für einer? Dich habe ich schon in der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hierher gezogen, nicht wahr? Wieso wissen die alles über mich? Echt? Wahrscheinlich hat er auch schon wieder einen Crush. Der Björn. Björn Eisenseite oder was? Von Vikings. Ja, moin. Einfach ein Wikinger, der Björn. Der Tiri. Ja, der Tiri hat aber keine Chance, glaube ich. Sagte sie und kassiert erstmal richtig viel. Ja, Wiederhall wird immer stärker. Ja, Piekser. Fehlt auf jeden Fall eine knappe Kiste, aber soll. Wiederhall ist voll krass. Beim zweiten Mal schon so eine krasse Verbesserung gemacht. Und das war's. Warum war die Köchin so stark und er wieder so einfach? Was für ein stürmischer Neuzugang. Oh, wie cringy er wieder klatscht. Du bist echt stark. Wir sind zwar nicht im selben Jahr, aber hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ich hab schon James. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, ob Jessie auch lesbisch ist. Ich denke eher nicht. Für der Charakter, dass es ja ist, würde ich sagen, sorry, bin eh lesbisch, keine Chance. Aber das ist ja Jessie. Von Team Rocket. Ach, ja. Die liebt doch James, was die schon alles zusammen durchgestanden haben. Das ist einfach mal anders. Oh, nee. Gen, du bist echt mein Problemkind. Darf ich das mal so sagen? Mein Problemkind ist Ganon. For real. Ich hätte ihn heilen müssen. Ja, ich bepflanze dich auch gleich. Ich besame dich. Was? Ich meine, Don Flamingo ist männlich. Gut. Lassen wir das. Kann er auch mal engen Pokémon nicht one-hitten? Das ist einfach wirklich der ultimative Berserker. Gut. Ganon. Ich würde dich so gern benutzen. Ich mag dich, aber du machst mir echt Sorgen. Vielleicht entwickelt er sich ja auch bald. Falls er überhaupt eine Entwicklung hat. Wenn nicht, wäre es auch ein bisschen traurig. Nein, Nebula, die am Hypnose. Hatte mich lieber fern. Das war immer schon so ein Drama. Ach, guck.
Hey, Funpikralle. Haben wir schon mal gegen gekämpft, ne? Und fang tue ich es jetzt eh nicht. Cecile, du fängst viel zu wenig Pokémon. Jetzt fange ich ein Pokémon. Hehe. Ich konzentriere mich eher auf die neuen. Oder auf Pokémon, die ich unglaublich gern mag. Mickrick, das hat auch die Arenaleiterin, wisst ihr was? Ich hoffe, zwei wieder halogieren. Ich hoffe es einfach. Ich weiß nicht, wie ich so entschwächen sollte. Tja, Mickrick ist echt Mickrick. Der Name ist Frau. Einfach nur schwach. Erbärmlich. Eine Witzfigur. Irgendwie habe ich Pech mit dem Pokémon fangen in letzter Zeit. Hey! Ich sag dir, oder Pokémon, die ich extrem mag? Mankey! Oh, stehen wir natürlich jetzt ein bisschen blöd da, ne? Kampf-GR. Ja. Ja. Ich versuch's mit dem Superball. Superball, Flieg und Sieg. Es wird nix, Leute, es wird nix. Oder doch? Dadurch habe ich Gen gerettet. Mankey, das Schweinsaffen-Pokémon, auch wenn es in guter Stimmung ist, kann es wegen einer Kleinigkeit plötzlich ausrasten und ist daher gefürchtet. War das nicht sogar so im Pokémon-Anime? In der ersten oder zweiten Staffel? Wegen Ash, seine Mütze oder sowas? Irgendwas war da. Ah, das hat schon die Voice-Transform an. Ich wollte nicht sozusagen, ja, Schaufler, warum nicht? Warum nicht? Ja, Mankey, verwenden möchte ich es jetzt halt nicht, ne? Oh hey, Mankey ist cool. Wollen wir natürlich fangen. Traunfugi ist auch ganz cool. Vor allem die Traummagie, aber. Wie soll ich das denn schwächen? Vor allem Traunfugi ist voll stark. Tot, ne? Nö, noch nicht. Ich sag's euch, Traunfugier ist echt nicht schwach. Es hat schon gute Werte und hat dann halt mit Diamant und Perl noch eine Entwicklung bekommen. Und das ist halt noch krasser dann, ne? Traumagier. Aber Traunfugier hat auch schon echt nicht die schlechtesten Werte, die man hier unschwer erkennen kann. Wird aber jetzt abgeschleckt. Ja, schön Paralyse noch. Nee, leider nicht. Tja, wollen wir versuchen, das Traunfugier schon zu fangen? Jetzt mache ich es doch nicht mal oldschool, ne? Ich bin faul geworden. Flieg und Sieg. Es wird nichts in ihm. Ja. Schwierig zu fangen. Wenn ich jetzt ein Biss mache, oder es besiegt. Das wollen wir auch nicht. Probieren wir es weiterhin. Ich kann mich ja wieder zu Affen machen und ganz schnell mächen. Ne, ich glaube, das können wir gar nicht fangen. Es geht sofort immer raus. Ich glaube, das können wir gar nicht fangen. Dann schlecke ich sie jetzt ab. Kein Traunfugier hier für mich. Weil Glück haben ist im rohen Energiebereich, aber wir haben eh kein Glück. Paralyse? Schade. Kann er nicht alles haben im Leben, ne? Was für einen Unterschied macht der rote Energiebereich. Einfach nur krass. Amazing. Amazing. Traunfugil, das Kreischer-Pokémon, es sieht Leute gerne vor hinten an, den Haaren oder beißt sich plötzlich in ihrem Schopf fest, um sich an der verdutzten Reaktion zu erfreuen. Komisches Viech bist du. Zieht einfach an den Haaren und lacht sich tot. Alles klar. Wenn du so ein Geist bist, kommst du mir nicht ins Team. Sorry. Nein, Nebulak aus.
Mensch, gern was meinen nur mit dir. Das will ich meinen Sorgen kennen, ne? Das macht mir wirklich Sorgen. Na gut, schauen wir uns hier erstmal wieder ein bisschen um. Oh nein. Das ist ein Kampftyp, ne? Kann ich mit Gen direkt schon meine Sachen packen und gehen. Aber wisst ihr, wer gut gegen Kampf-Pokémon ist? Irgendwann erreiche ich meine Kraft ihr Maximum, aber wirst du nicht danach bloß mit mir anfangen? Wie wär's jetzt erstmal zu verlieren, Sylvester Stallone? Riolo! Ja, Riolo ist nicht das stärkste Pokémon, aber Typ Nachteil mit Gen wäre nicht cool gewesen. Just saying. Eros! Oh. One and Wonder. Don Flamingo one-hitted nur nicht, wenn die Gegner Robustheit haben. Oder Focus Squad. Vom Maximum bin ich noch weit entfernt. Oh ja. Aber wenn du irgendwann Lucario hast, dann fehlt auf jeden Fall hier ein anderer Wind. So viel sei schon mal gesagt. Ja, ohne Scheiß, ne? Dieser Flamingo ist... Er hat bessere Werte als das entwickelte Mautz. Müsst ihr euch mal geben. Bessere Werte als das entwickelte Mautz. Was ist das denn für ein Viech? Schlinge. Na du Schlinge. Komisches Viech. Ach, gerne. Was wirklich mein Sorgenkind. Schreck zurück. Das zeige ich wenigstens nicht. Schön roter Energiebereich. Pokéball. Flieg und Sieg. Ich habe einen Schlingel gefangen. Schlingel. Schlingel. Feier ich den Namen. Schon lustig. Nur Pflanze. Schlingel, das war aber nie ihre Pokémon. Die regionale Küche Paldeas ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Schlingel zum Würzen verwendet werden. Die Zähne werden zum Würzen verwendet. Das ist doch eine Tierquälerei! Mann! Rabaniero, ja, das sind so richtig scharfe Dinger, ey. Die haben ordentlich Skurril. Fast 1 Million, ne? Ich leider nur nicht die ersten, will ich sofort essen. Gebt mir 3 Stück, ich esse sofort 1 Stück. Ich liebe scharfe Sachen. Das wisst ihr ja. Rabaniero. Komm, hui! Das lag nicht an eurem Internet. Das lag nicht an mir. Das lag am Spiel. Das ist der ultimative Riesenlag gerade. X-Genauigkeit. Was ist das? Eine Höhle? Hoffentlich nicht. Ich hab Angst vor Höhlen. Knabon, Superheld, das Pokémon oder was ist hier los? Lebensstelle. Ist auf jeden Fall Feuer, das sah man schon. Das sieht ja geil aus. Ich glaube, das nehme ich mit ins Team. Feuer ist sowieso immer Hype. Das nehme ich mit ins Team. Brauche ich gar nicht überlegen. Aber wer fliegt? Wer fliegt, Leute? Oh, ne. Wer fliegt denn? Vielleicht. Weiß er nicht. Geht nicht, ne? Ich kann jetzt nicht wechseln. Ah, doch, Hasso fliegt. Deswegen darf Hasso. Feuerwirbel. Ja, das war's, ne, mit Gen. Gut, dass wir noch ein paar Beleber haben. Hm. Ja, ob das was wird.
Es wird tatsächlich was. Wie geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Doch das Viech hat eine krassere Fangrate. Cool. Gnarborn, das Feuer kennt Pokémon. Im Kampf erreichen seine Flammentemperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius. Es hat eine Vorliebe für Beeren mit hohem Fettgehalt. Superheld, das Pokémon. Ich weiß schon, wie er heißt. Wer ist ein Superheld und arbeitet mit Feuer? In this world, you've got to be strong. You've got to fight to keep your spirit alive. Das passt einfach nicht, Captain Falcon. Komm, C. Falcon. Ich wollte erst CF, aber das verstehen nur die Smash-Spieler und Spielerinnen. Captain Falcon. Show me moves. Auf jeden Fall ins Team. Tja, Hasso. Unsere Wege trennen sich. Nach all den Jahren. Er hat ja seinen kleinen Auftritt. Zumindest einmal kurz. Ach, ich sehe schon, ich erreiche wieder nichts. Hey, wir fangen viele neue coole Pokémon. Hat doch was, oder? Was ist das? Ach, Pokéball. Liegt da einfach so. Nebulak, lass mich. Lass mich. Boah. Jetzt sind wir schon wieder auf einem anderen Weg, ne? Ich könnte das Spiel dafür echt verachten. Was für ein unnötiger Weg. Westliche Zone 1 Zentrum. Sorry, aber da wollen wir noch gar nicht hin. Oder? Doch, wir müssen da rüber und dann nach unten. Okay. Folgen wir dem Weg. Dieser Weg wird kein Ganon sein. Oh Mensch. Der tut mir echt ein bisschen leid mittlerweile. Ja, ist wieder fresh. Fresh. Eine Lichtsäule? Ich bin Lichtsäule. Ein Item oder so ein komischer Terror Raid. Hast du mal so eine Lichtsäule gesehen? Die sieht man auch von ganz weit weg. Klar habe ich das. Aber Terror Raids interessieren mich erstmal nicht. Vor allem Jens, du eine. Rosa. Oh mein Gott, jetzt kommen die Geist-Pokémon. Was ist Choupei? Vielleicht ganz gut, weil die Geistertanken funktionieren ja nicht gegen uns. Tja. Wir haben jetzt aber auch nicht die Burner-Moves, sag ich mal. Vor allen Dingen Bodenattacken sollen auch nicht funktionieren. Weil er auch Schwebe hat, oder nicht? Das heißt, es kann nur diese schwache Feenattacke machen. Toll. Jetzt haben wir auch nur 4 AP, reicht aber für ihn. Ganon! Christine, jetzt will ich nicht down. Er kann nur Groll machen, aber das hat noch nicht funktioniert. Haben wir jetzt 0 AP oder was? Ne, 1-0. Muss wechseln, geht nicht anders. Captain Falcon kommt jetzt. Der Neuzugang, der macht das jetzt mal gerade. Ja, mach es fertig. Los, Captain Falcon. Show me your moves. Dann wollen wir mal schauen. Boah, der hat echt krasse Sachen, ey. Not bad. Und das war's, ne? Fast. Aber fast heißt eben nicht. Der hat ziemlich sicher Schwebe. Das heißt, wir konnten die Bonatangen nicht verwenden. Ich bin geblendet. Ganon, Ganon, Ganon. Was mache ich nur mit dir? Mein Sorgenkind.
Macht mir echt Probleme. So. Ein Superball. Sehr schön. Eine Wuffels, Funby. Hatte schon mal einen Trainer, ne? Brauche ich also nicht bekämpfen. Haben wir schon einen Pokédex. Noch ein Superball. Tja, wenn man Superbälle nicht kaufen kann, einfach die Welt erkunden, bekommt ja schon mal eure Superbälle. Glaub mir, das funktioniert. Gott, wir haben nichts erreicht im Part. Sonntag. Am Sonntag, da chill ich. Am Montag, da arbeite ich. Sonnentag. Ach so, nicht Sonntag. Gott, der war so schlecht. Das Feld, ne? Das Spiel, es überfordert mich. Das ganze Spiel ist wie so eine riesige Naturzone. Aus Sword und Shield. So viel zu erkunden. Ich werde niemals alles finden. Ich kriege eine zweite Chance. Stehen geblieben. Mickrig, oder wie es heißt. Diesmal kriege ich dich. Ja, Mickrig. Diesmal kriege ich dich, Kollege. Warum zum Geier? Oh nee, warum hat der Doppelkick? Warum zum Geier macht das alles so viel Schaden bei dem? Minto und hörst du einfach mal so Nebulak? Klar. Just the usual. Komm. Damit er auch wirklich drin bleibt. Was war das denn? Habe ich schon Fans oder was? Wie die mir alle zuschauen. Und wir haben es endlich gefangen. Cool. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Mickrig, das Heuschrecken-Pokémon im Kampf, ist darauf spezialisiert, mithilfe seiner Sprungkraft gegnerische Angriffe auszuweichen und gleichzeitig Schaden auszuteilen. Kriegt keinen Spitznamen. Reines Käfer-Pokémon, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie Käferstahl. Käferkampf, keine Ahnung. Reines Käfer hätte ich nicht gedacht. Aber cool, haben wir das denn jetzt? Wie nur der komische Bär, den ich schon zweimal getötet habe. Bloß nicht anquatschen. Keine Lust auf ein Game Over-Bildschirm. Pokéball. Tja. Wir sind hier lang, ne? Mann, ich komme vom Weg ab, es nervt. Granitstein. Ja, wenn du sowas wie Schleuder und so hast, definitiv nicht schlecht. Muss ja irgendwie zusehen, dass wir über den Fluss kommen. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie es hier ist. Ja, Blip. Genau. Lebensschelle. Zum Schwächen ist doch perfekt, oder nicht? Da muss ich ja nicht mehr rumweinen. Es verlief schon wieder nicht so, wie ich es geplant hatte, ey. Aber hey, das ist doch spitze. Gen ist schon wieder fast down, ne? Ich weiß auch nicht, was ich mit dem machen soll. Level 18. Ob das sich auf Level 20 vielleicht entwickelt? Blip, das Stromquappen-Pokémon. Durch den in seinen Körper gespeicherten Strom kann es schweben. Bei Gewittern schwebt es höher über dem Boden als gewöhnlich. Ja, cool, Elektro-Pokémon, aber. Weiß nicht. Kein Interesse. Ich bin immer fies, ich weiß.
Mein Sorgenkind. Endlich. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe all die Energien in dich reingesteckt. Und endlich zahlt es sich aus. Vielleicht hast du mein verzweifeltes Weinen immer gehört. Dass ich immer wollte, dass du groß und stark wirst. Aber du warst einfach zu schwach. Du konntest meinen Erwartungen nicht gerecht werden. Aber jetzt ändert es sich. Oh Gott, der Hype ist real. Frag uns. Das sieht seltsam aus. Da hat mir die erste Stufe mehr gefallen. Egal. Gucken wir mal, bleibt trotzdem erstmal ins Team. Frag uns, das Schwein-Pokémon. Sein ganzer Körper verströmt einen süßen, bezaubernden Duft, der weibliche Pokémon schwach werden lässt. Hä, hey, normalerweise lassen weibliche Pokémon männliche eher schwach werden. Boah, 120 Kilo. Mann, ist der dick, Mann. Tja, hat scheinbar keine Entwicklung, ne? Weiß nicht, ob er im Team bleibt. Tja. Halt ein bisschen besser als die zweite Entwicklung vom Starter. Aber Mautz entwickelt sich ja nochmal. Tja, ich weiß auch nicht. Aber hey, sollte jetzt deutlich stärker geworden sein. Werden wir gleich mal austesten. Cool, der Part schon. Wir haben nichts geschafft. Ein paar coole neue Pokémon gefangen und das war's. Du hast jetzt die schweinische Power zu spüren. Cool. Ich glaube, die schweinische Power hat gar keine AP mehr. Das war ein Mist. Ja, ein Ekler. Booste dich, wenn ich mich eingrabe. Toll. Ganz ehrlich, ich muss das Schwein... Ja. Ich weiß echt nicht, ob Gen im Team bleibt. Es ist einfach nur ein Trauerspiel mit dem, ey. Es ist nur ein Trauerspiel. Seriously, ich meine, er hat auch noch nicht die besten Moves. Sehe ich ein? Aber ich bitte euch. Es ist einfach nur traurig, was sich da abspielt. Dieses Funpier, ich weiß auch nicht. Es geht nie in die Offensive. Friss mein Zauberblatt. Was mache ich nur mit dem fetten Schwein? Was mache ich nur damit? Ernsthaft. So ein hoffnungsloser Fall. Puh. Ja. Komm, trainieren wir Mautz. Oh, ich hab einen Fang, aber das ist nur Level 14. Kommt gar nicht mit. Ich weiß auch nicht, ob ich dem Team behalten möchte. Aber Gennen? Bewegt sich auch sehr dünn Eis. Sagen wir es mal so. Schönen Wuffels. Wuffels, Wuffels. Ich möchte wenigstens noch über die Brücke gehen. Das will ich komplett zu neuen Terrain aufbrechen können im nächsten Part. Ich konnte nicht widerstehen. Ich hasse mich dafür, aber es ging nicht anders. Grasfeld. Und EP-Bonbon. Naja. Man nimmt, was man kriegen kann, I guess. Dieses Spiel, ne? Wie komme ich da hoch? Außenrum? Ja, wir spielen nur zur Brücke, ne? Naja. Überlängenpart lässt grüßen. Schon wieder ein neues Pokémon, was soll ich machen? Ich werde es einfangen. Und ich werde die ganzen Items noch holen. Dann sind wir wieder bei 14 Minuten. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich kann einfach nicht anders. Das ist auf jeden Fall ein vielen Pokémon, das merkt man. Nicht nur vom Aussehen, sondern auch von den Moves.
Pokal los. Da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Oh, so ein Mist. Muss ich jetzt echt einen Superball schmeißen? Nein, das kann nicht sein. Geht doch. Guck. Bin ein bisschen Geduld und spucke. Fäng mal einen Flatutu. I guess. Schmeichler. Brauchen wir das? Meinetwegen. Säurespeier hat mir eh nicht gefallen. Cool. Was? So viel zum Thema viel. Ist einfach mal Psycho. Flatutu, das Rüschen-Pokémon, Rüschen. Es verbringt seinen Alltag damit, durchs Ödland zu rennen. Wenn jemand seine geliebten Beeren stiehlt, setzt dem Täter nach und nimmt Rache. Sieht gar nicht so rachelustig aus. Ja, aber okay. Psycho. Ich weiß nicht. Gefällt mir irgendwie. Vielleicht mehr als das Gift-Pokémon, was wir im Team haben. Ape. Princess Tutu ist das. Ich glaube, das tausche ich aus. Ich will's haben. Ich will's haben. Das sieht so cute aus. Tschüss, Ape. Tja, das Team ändert sich und ändert sich und ändert sich. Es scheint aber Entwicklungsstufen noch zu haben. Psycho ist halt immer richtig geil. War schon immer so und wird auch immer so sein. Toll, Ape. Ja, ich mach nur bis zur Brücke. Dauert ja nicht mehr lange. Ja, ja, ja. Euer Girl findet nie zum Ende. So schaut's nämlich aus. Agilität. Zeugt von Qualität. Da ist der Kampfsporttyp, da waren wir schon. Wie kommt man von wegen ab, Tutorial mit Cecilia? Ihr seht's. Und ich hasse mich dafür. Nur noch bis zur Brücke, ne? Haben wir schon mit der gekämpft? Ja, das war die, die von den Strahl so begeistert war dann. Oh Gott, Leute, wir haben nicht mal diese Route geschafft. Viele Pokémon gefangen, das ist mir schon klar. Aber nicht wirklich was erreicht. Komm einfach nicht weiter. Ich lasse mich zu sehr und zu schnell ablenken im Spiel. Sehr, sehr schade. Oh, was soll ich machen? Gewissheit. Wow. Krass. Also vor diesen Heuschreckenviecher, Mickrick, habe ich nicht wirklich Angst. Das ist einfach Mickrick. Oh Gott, ey. Ich wollte eigentlich noch in der Aufnahmesession bis zur Psycho-Arena spielen, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich bin ja schon den ganzen Tag am Aufnehmen jetzt. Schon 12 Stunden. Mit kurzen Pausen. Muss ja auch Rendern hochladen, Videobeschreibung machen. Man kennt's. Den Typen haben wir noch nicht herausgefahren, ne? Nee. Gut, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls ja. Falls nein, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier
kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!